Moin, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Vollkochsimulator. Mal gerade den. Machen wir das. Die Mucke erstmal an. So, wir sind jetzt schon mitten in der Vorbereitung. So. Und wir bereiten jetzt erstmal unser Essen vor. Bisschen. Schauen wir gerade mal Rezepte. Forelle. 5. Pfeffer, Thymian und Dill. Pfeffer, Thymian, Dill. Machen wir doch. Reiten wir schon mal ein bisschen vor. Thymian. Perfekt. Dill. Und Pfeffer. Überhaupt keine Hektik, die mit der Musik aufkommt, ne? Los, komm. So. Das können wir schon mal auf den Teller packen. Puck. Einmal hier hin. So, dann brauchen wir noch. Ah, Meerrettich. Ich glaube, am letzten Tag hat man kein Meerrettich drauf gemacht. Deswegen ist es nicht ganz so gut abgestimmt. Okay, verstehe. Zitrone. 20 Gramm Zitrone brauchen wir noch. Zum Teller? Nee, brauchen wir nicht. Zitrone. Kartoffeln. Und ja, das wäre natürlich perfekt, aber. Komm, machen wir einfach. So. Bereiten wir gleich das nächste vor, weil Vorbereitung ist alles. Das ist der Salz, Pfeffer. Okay, Salz und Pfeffer. Da haben wir's. Jamas, da haben wir's. Oder so ähnlich. Was war's? Jetzt habe ich's vergessen. Salz, Pfeffer? Ja, glaub schon, ne? So, und so. Und das Pepe. A little bit Pepe. Pepe. So, haben wir das auch. Rötungslos herumrennen, Teller. Und das waren, glaube ich, 3 Kartoffelnstückchen, oder? 3 Stück Kartoffeln. Mal kurz gucken, ne, 2 Stück Kartoffeln. Ja. Jo. Kartoffeln. So, Kartoffeln. Perfekto. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay. Können wir uns das nächste Gericht wahrscheinlich nicht vorbereiten. Obwohl, warte, probieren es einfach mal. Schweinekoteletts. 4 Gramm Salz, 4 Gramm Pfeffer. Ne, das müssen wir einfach dann so machen. Das müssen wir einfach machen, wenn es soweit ist. So, was brauchen wir? Können wir vorbereiten, wenn eins von den anderen Sachen kommt. Perfekt. Na ja, dann können wir jetzt das Schweinekotelett mal vorbereiten. Wir haben ja hier noch. Da haben wir ja noch. Die Borsch. Borsch. Stellen wir mal eine Minute da rein. So, was hatten wir gesagt? Brauchen wir hier bei dem? Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer. Hoppa, ne? Unser neuestes Produkt, da ist es. Schweinekotelett. Muss, ey! Kühlschrank hat mir Schweinekotelett geklaut. Wie Sau. Salz und Pfeffer? Ja, glaub nur. Und so, Pfeffer, und was war das, 7 Thymian oder 6 Thymian? Oh, einfach mal 7. Ja, wegnehmen können wir es nicht mehr, oder? Ich
glaube, so ist das, glaube ich, richtig. Gucken wir jetzt aber immer nochmal nach. Verdammt, doch 6 Türen. Okay, na egal. Jetzt nicht so dramatisch. Und geschnittene Kartoffeln. Und geschnittene Kartoffeln. Wir brauchen Teller. Oh ne, eigentlich kein Teller Basic. Dann stellen wir mal hier hin. Und einen kleinen Teller. Brauchen wir nicht. Auf dem Teller Basic kann man ja vielleicht nachher irgendwas servieren. So, dann haben wir es nicht umsonst gekauft. Und Kartoffeln. Die sind zwar eigentlich geschnitten, aber das muss ja nicht sein. Also das können wir ja noch machen. Würde ich behaupten, wenn es soweit ist. Die Zeit haben wir ja noch. So, die Grundzutaten schon unten vorbereitet. Wohl, warte mal. Hoppala, wir gehen nochmal dahin. Wahrscheinlich sind das nicht, wenn es geschnittene Kartoffeln sind, brauchen wir ja vielleicht keine 300 Gramm, sondern ein bisschen weniger. Ne, wie komme ich auf? Achso, zurück. Hier. Ja doch. 50 Gramm brauchen wir Kartoffeln. Okay. Dann ist das ja schon mal falsch hier. Machen wir das. Legen die Kartoffeln einfach hier hin. So. Machen jetzt so. Wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. Alles noch im grünen Bereich. Hoppala. 50 Gramm geschnittene Kartoffeln müssen da drauf. Ist das richtig? Können wir jetzt nicht verwenden, wenn man. Sage einfach mal ja, das ist richtig. So. Dann das. Das. Nicht ganz. Machen wir mal so und so. Wo sind wir denn jetzt gerade? Ja, nehmen wir so. Suppenteller. So. Jetzt sind wir doch gewappnet eigentlich. So, hier wieder gucken. 300. Ja. Ja. Ja, ein bisschen zu wenig. Tick. Ei, das hat zu viel. Nee. Hauch. Hauch. Ah, das war ein bisschen viel. Wie viel haben wir jetzt hier noch drinne? Ach, okay. Lass mal halt so. Passt schon. Und raus damit. Zack. So sind wir vorbereitet. Ja, weg damit. Sehr schön. Und? Ah, kann man mit leben. Alles gut. Unser Ruhm ist weiter gestiegen. Gastbeschwerden. Zu viel? Nicht genug Petersilie? Okay. Petersilie selber? Haben wir Petersilie-Knospe? Oh, jetzt wissen wir, wo die Bärtschfalte ist. Oh. Oh nein, ausgerechnet das, was ich null kann. Okay, alles klar. Okay. Das habe ich ja vorbereitet. So, 30 Milliliter Öl. Okay. Komm. Das wird jetzt ein Highlight. Gleich hat mein Topf genommen, warum auch immer. Die Pfanne. Anschmeißen. Zack. Da haben wir das. Da haben wir das Öl. Das vorbereitete. Lange Hand vorbereitete Öl. Boah, fast daneben geschüttet. So. Okay. Haben wir. Gesalzt ist es. Sonnenblume, Schweinekotelett auf jeder Seite 90 Sekunden lang braten. Kartoffeln schneiden. Würzen mit 6 Gramm Salz. Das haben wir noch nicht gemacht. Und dann auf ein Backblech legen. So, ja, wir warten ja nicht zu lange. Ich überlege gerade, wie salzen wir denn das am besten? Irgendwas so? 6 Gramm Salz. So ein bisschen rüber über den Teller, ne? Okay, Kartoffeln sind gesalzen.
Schmeißen das an. Sekunden. Okay, erst das Schweinekotelett. Das ist wichtiger als das. Kann schon mal schön vorheizen. So, auf jeder Seite 90 Sekunden. Nehme ich einfach das, ne? Ja. Perfekto. Da hinstellen. Das nehmen. Zack. Öl war schon gut. Okay, sehr schön. So. Okay. Wegstellen. Dann wissen wir schon mal Bescheid. Nehmen wir das Backblech. Nehmen die hier auf. Sehr schön. Auch Backblech. Ja, okay, haben wir gewürzt. Ist auch alles gut. Okay, das Salz schmeißen wir hier mal runter. Legen wir mal hier oben hin. Das ist der große Teller. Da packen wir nachher alles gleich drauf. Auf einen Teller geben, heißt servieren. Okay, also wenn wir dann das Kotelett drehen, dann danach packen wir das da rein. Okay. Stellen wir das schon mal hier hin. Das ist alles bereit. Ja, dann wir gleich, damit das gleichzeitig fertig wird. Können wir hier nochmal. Warum auch immer ist hier Salz auf dem Tisch. Darf kein Salz auf dem Tisch. Ups, ups. So. Und Wurf, Achtung. Scheiße. Okay. Oh. Okay, nicht umspielen hier. Das Kotelett. Okay. Haha, wunderbar. Eine flüssige Bewegung. So. Nochmal neu einstellen. Ja, oder nicht neu einstellen. Halt. Hier, das. Da rein. Rein da. Rein. 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 Oh nein. Ja, da. Rein. Okay. Zack. Zu. Komm schon. Machen wir so. Ich glaube, das mal auf der sicheren Seite klingelt, sondern wissen wir Bescheid. Und Teller Basic, auch alles gut. Packen wir weg. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, in der Zeit können wir mal die Knoblauch schneiden, die wir hier so übrig haben. So viel von da ist. So. Oh. Hatten wir nicht irgendwie. Wie war denn das jetzt? Ach so, genau. Jawohl, sehr gut. Zack, 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 zack. Ja, sehr schön. Okay, wunderbar. Ich glaube, die passen nicht mehr alle auf den Teller, deswegen nehmen wir einen extra Teller. Und. Noch ein paar Kartoffeln geschnitten. Vorbereitung ist alles, Leute. Vorbereitung ist alles. So, wie sieht es zeittechnisch aus? Ach ne, hinten ist die Zeit, ne? Oh, fuck, die Zeit läuft nicht, warum auch immer. Der Teller. Schweinekotelett. Aus. Kartoffelchen. Sehr schön, die sehen auch Bombe aus, Alter. Da krieg ich mir sogar Hunger. So, noch irgendwas vergessen? Salz haben wir gesalzt. Wir haben 90. Alles gut, oder? Thymian haben wir. Ja, okay, und raus. Sieht super aus. Perfekt. Und raus damit. So, Kritiker hier. Was hast du jetzt? Hä? Das ist doch geiles Essen. Und? Warum? Ich kann dieses Gericht nicht kochen. So, Gastbeschwerden. Zu viel Salz beim Bratkartoffeln. Aber das waren genau 6 Gramm. Schlechte Schneidetechnik. Es war schlechte Schneidetechnik. Zu viel Salz an den Bratkartoffeln. Boah. Ja, okay. Hätte er nicht mal die Tomatensuppe nehmen können. Die können wir doch so gut.
Mann, ja, ist gut. Also, wir müssen nächstes Mal einfach weniger Salz nehmen. Und dann sollte das funktionieren. Wir haben kein Glück mit den Iopreister, mit den Kritikern. So, dann ist Suppe. Frische, leckere Suppe. Yum, yum. So, zu. Als würden wir scheiß Kartoffeln schneiden, ne? Guck, unsere Technik ist doch perfekt. So kann man hier so. Ja, ne? Fast bin ich mich sogar. So aufgeregt bin ich. Wo man so viele Kran hier schneiden kann. So. Ich mache jetzt alles in einem Rutsch. Ganz viele Kran. Wenn das Spiel ja, das nicht kann, kann ich ja nichts für. So. Kannst jetzt aber nichts mehr beschweren hier. Zack. Guckt euch das an. Daneben. Daneben. So, jetzt gehen wir einfach ja auch nochmal quer durch. Ganz viele Kran natürlich. Ganz viele Kran. Ja, oh, sehr schön. Guckt euch das an. Und da ist nichts mehr passiert. Ja, das ist schon zu viel Kran. Also Kartoffeln braucht man nächster Zeit nicht mehr schneiden. Gott sei Dank, muss ich sagen, sind die Kartoffeln hier geschält, ey. Alles andere wäre ja echt graus. So, da. Jetzt wird wieder beschwert. Kartoffeln nicht in Ordnung. Zu viel Salz. Mit den Bratkartoffeln und Salz, das weiß ich nicht, wie wir das machen wollen. Hm. Keine Ahnung. So, einmal so umgedreht. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir das irgendwie gegendonnern. Eine Mischung? Das war nur Tomatensauce. Oh, das ist schon ein bisschen schlechter geworden, oder was? Hoppa, da. Ne, es ist das zu viel. Oh Gott. Suppe. Ja. Egal, lassen wir so. Kriegt derjenige, der es danach bestellt hat, ein bisschen weniger. So. So, Tomatensuppe raus. Bam. Ja. Perfekto. Die hätte er bestellen sollen. Tomatensuppe können wir. Aufwärmen. Oh, gut. Oh. Okay. Und die Borsch. Auch nochmal aufwärmen, kein Problem. So. Ja, dann wollen wir doch mal schrubben. Warte mal, können wir den vielleicht hier gegen schmeißen? Ja, so. Und? Ne, passiert gar nichts. Ich dachte. Schade, schade, schade. Aber jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Ein bisschen näher ran. Ja, ganz vorsichtig, ja. Chuck, 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 sauber, sauber. Ja, ja, ist ja gut. Und, wuff! Ah, perfekt. Bahngasflasche, was ist die eigentlich da? So, sehr schön. Können wir ja noch dagegen schmeißen. Die Uhr probieren wir mal aus, warte. Warte. So. Wir haben das Spiel schon gestartet, oder? Und... okay, ich habe nur keine Dartpfeile, Mann. Ich habe keine Ahnung, wo man die herkriegt. Gucken. Pommes machen oder so. So. Ein Teller. Ach, dieses Gesusel hier hinten. Oh, was anderes. Oh yeah. Warte mal, wie viel ist hier noch drin? Ist hier nicht alles? Ja, können wir alles reinkippen. Der Kunde kriegt sehr viel Suppe. Freuen Sie sich! Mischung. Ja, ja. Das schmeckt schon.
Das schmeckt schon. So. Ich glaube, das war ja nicht optimal. Da können wir jetzt mal gucken, wo der Kunde sich beschwert. Na gut, 3,5 Sterne finde ich jetzt nicht so schlecht. Ach, das hatten wir eben, ne? Nicht genug Petersilie. Das war der Fehler. Ich habe Petersilienblätter genommen. Wir haben mal Petersilie selber im Schrank drin. Na gut, okay, okay. Wir nehmen heute keine Bestellung mit. Das war's schon. Wow. Das ging aber heute flott, ey. Guck, überleg gerade, haben wir hier noch genug Salz? Ja, ist auch noch alles gut da. Okay. Ich weiß auch nicht. Dann sind wir schon durch. Sollen wir eine Suppe vorbereiten? Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir können die Zeit nutzen, noch mal ein Stückchen Fleisch vorzubereiten. Ich weiß, man sollte nicht drauf stehen lassen und so über Nacht, aber ich glaube, das tut. Wo ist das Fleisch hin? Fleisch? Ich hab's gerade weggeschmissen anscheinend. Fleisch? Ha, eine Idee. Schmeißt nie mit Messern. Oh, es fucking funktioniert. Wie geil ist das denn? Mit Messern? Okay, wir brauchen noch Messer. Oder Silje? Der Silje! Messer. Die sehen ja alle gleich aus. Gibt es da keine kleinen Messer? Ah, die sind so teuer. Nee, guck mal, wir haben nicht so viel Geld. Die sind mir zu teuer. Aber wir wissen jetzt, wie wir das machen können. Ja, irgendwo ist unser Stück Fleisch gebackt. Nehmen wir halt nochmal ein neues. Nein! Ach, da auf dem Boden liegt's, okay. So und so. Oh nein, das Fleisch ist. Was ist jetzt los? Ich kann nichts mehr. Oh nein. It's broken! Wir haben es kaputt gemacht. Ich kann nichts mehr anklicken. Oh, ob das jetzt das schon war? Von der Kampagne her? Ich weiß es nicht. Boah, tröt die Musik hier. Mach doch mal, ich kann die Musik irgendwo ausmachen. Ja, können wir das hier beenden? Ja, das geht. Oha, ich hoffe, das ist jetzt gleich weg, dieser Bug. Ansonsten, keine Ahnung. Wir müssen mal sehen, wie wir das lösen. Vielleicht den Speicherpunkt nochmal neu. Neue Perks, aber wir wählen hier erstmal etwas aus. Wir schauen mal. Erhalte 3 zusätzliche Fähigkeitspunkte anstatt ein Perk. Nee. Schneller gehen brauchen wir auch nicht. Flaschen und Teller zerbrechen nicht, brauchen wir auch nicht. Das umgehen wir eigentlich ganz gut. Reichweite, nö. Erstatte eine Bestellung, wenn du Ruhm ist, Punkt zu retten. Ja, vielleicht. Das fände ich ganz gut. Erkennt die Temperatur von Gerichten im geschlossenen Ofen. Das hier nehmen wir. Ja. Oh. Nee, das nehmen wir. Wir nehmen das. Da wir momentan Probleme damit haben, nehmen wir das. Und wir pushen einmal das. Und Reparatur und Gewürze Gäste geben mehr Trinkgeld. Ja, brauchen wir das. Hier. Nehmen wir noch das. Okay. Sehr schön. Haben wir gemacht. Tag 6 ist angebrochen und in einer Sekunde wird geöffnet. Und ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Ja, ich schaue mal gleich, wie das ist, ob wir uns noch bewegen können oder Sachen noch benutzen können. Ansonsten werde ich mal schauen, ob wir den Speicherstand irgendwie noch retten können. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao, ciao.